Mein Name ist Katharina Luise Förg aus Augsburg. Mein Mann Manuel Förg und ich bewirtschaften unseren Biolandhof mit dem Hofnamen Alte Schäferei seit Oktober 2020 als Quereinsteiger und im Nebenerwerb. Ich durfte unseren Betrieb bereits beim letztjährigen ÖTZ-Fachforum vorstellen und freue mich, heute von den Entwicklungen der letzten Monate im Bereich der Hühnerhaltung zu berichten. Zuvor möchte ich aber kurz unseren Betrieb in seiner Gesamtheit vorstellen. Wir bewirtschaften ca. 7,5 Hektar Ackerfläche, die sich bis letztes Jahr noch in Umstellung auf ökologischen Landbau befand. Neben Hafer und Weizen für die Hühner haben wir Dinkel, Emmer und Roggen sowie Kartoffeln und Zwiebeln angebaut. Da wir bislang nur ein halbes Hektar Grünland hatten, stehen unsere Hühner vor allem auf Kleegrasflächen auf den Äckern. Seit Beginn dieses Jahres haben wir ca. 5 Hektar Mähweiden über den Landschaftspflegeverband gepachtet. Allerdings werden dort nicht die Hühner stehen, da die Flächen hauptsächlich im Wasserschutzgebiet liegen. Wir sind im April 2021 mit einem Mobilstall für Legehennen, einem Chicken Trailer 330, also für 330 Hennen in konventioneller bzw. ca. 240 Hennen in ökologischer Haltung gestartet. Im Februar 2022, also ein knappes Jahr später, haben wir einen zweiten Chicken Trailer 330 erworben. Und im September 2022, also letztes Jahr auch, haben wir einen Maststall gekauft, der für 190 Hähnchen in ökologischer Haltung zugelassen ist. Der Maststall wurde zu 50% über die Ökomodellregion Augsburg gefördert. Für die beiden teureren Legehennenställe haben wir keine Förderung erhalten. Wir haben von Anfang an Cream and Coffee bzw. Bresse Gauloise eingestallt. Außerdem haben wir am Hof einen kleinen Feststall für ca. 40 Hühner, in dem unsere kleine Herde Augsburger Hühner lebt, eine alte Zwiehuhnrasse, die auch auf der roten Liste der bedrohten Arten steht. Die Entwicklungen der letzten Monate. Im vergangenen Frühjahr war der Einbruch des Biomarktes und besonders des Bio-Eiermarktes unser dringlichstes Problem, sodass wir bereits zu diesem Zeitpunkt überlegt haben, uns von einem der beiden Legehennen-Mobilstelle zu trennen, obwohl der zweite noch kein Vierteljahr auf dem Hof war. Da der Markt für Mobilstelle aber mehr als gesättigt war, etliche Betriebe wollten sich ja von ihren Mobilstellen trennen, haben wir uns in Anführungszeichen nur zur Schlachtung der Althennen entschlossen. Und der Stall stand dann von Ende Mai bis zur Belegung mit 6 Wochen alten Jungtieren Mitte Oktober leer. Zum Behalten des zweiten Legehennenmobilstalls haben wir uns auch aufgrund unserer Vermarktungssituation, dazu gleich mehr, und der kontinuierlichen Bereithaltung von Eiern entschlossen. Die Chicken-Trailer-Ställe gehören angesichts des Automatisierungsgrades sicher zu den komfortableren Ställen, sind dadurch aber auch nicht wirklich preisgünstig und ein mehrmonatiger Leerstand ist für die Bilanzen ziemlich abträglich und als noch sehr junger Betrieb ist es natürlich extrem unerfreulich. Wegen der Marktentwicklungen im letzten Jahr, der ständig drohenden Aufstallungspflichten und des Platzbedarfs der Cream and Coffee, der ja über den von den Verbandsrichtlinien vorgegebenen Zahlen liegt, haben wir den Chicken Trailer im Oktober mit nur 170 Hennen belegt, was natürlich den Stallplatz pro Tier enorm verteuert und theoretisch auf den Eierpreis umgelegt werden müsste. Weil eine Erhöhung des Eierpreises aber nicht möglich ist, stehen nach wie vor Überlegungen zum Wechsel hin zu günstigeren Stallmodellen im Raum. Ein zweites Anliegen, das ich beim letztjährigen Fachforum bereits angedeutet habe, steht erfreulicherweise kurz vor der Umsetzung. Wir möchten unsere Herde an Augsburger Hühnern weiter vergrößern und außerdem die Haltung im Mobilstall wagen. Da wir aber zu wenige Bruteier für eine ganze Herde haben, es sind derzeit nur 19 Hennen, das Risiko einer reinen Herde von Augsburgern im Mobilstall, auch was die Legeleistung betrifft, zu groß ist, und wir außerdem einen Partner gesucht haben, der unsere Augsburger Hühner zusammen mit den restlichen Hühnern der Herde vom Schlupf weg aufzieht, hat die Umsetzung dieses Plans länger gedauert als gedacht und gehofft. Nun haben wir aber in Simon Wolf am Bodensee einen Partner gefunden,
der von uns Eier der Augsburger Hühner zum Einlegen in den Brutschrank bekommen hat und die hoffentlich zahlreich schlüpfenden Küken gemeinsam mit Koffeeküken aufzieht. Mitte Juni wird die gemischtgeschlechtliche und gemischtrassige Herde im Alter von 6 Wochen dann bei uns einziehen. Zur Vermarktung. Wir vermarkten unsere Produkte über einen kleinen Hofladen mit derzeit 6 Öffnungsstunden pro Woche sowie Eier, Nudeln, Mehl und Kartoffeln in Selbstbedienung und über mehrere Wiederverkäufer und Restaurants. Aufgrund unserer geografischen Situation, wir befinden uns in einem Vorort von Augsburg, der auch nicht mit dem Stadtgebiet zusammengewachsen ist, und unser Hof liegt außerdem in einer Sackgasse, haben wir relativ wenig Laufkundschaft. Daher verkaufen wir nur ca. 10% der Eier direkt. Der Rest wird über 2 Naturkostläden in der Stadt Augsburg, einen Lieferdienst von Abokisten mit Bio-Obst und Gemüse und außerdem an 2 Restaurants, ein Café und seit neuestem an eine Eismanufaktur vermarktet. Bei den Hähnchen ist die Situation ganz anders. Hier werden über die Hälfte von den Restaurants abgenommen. Der Rest wird frisch oder gefroren ab Hof und relativ wenig über Wiederverkäufer vermarktet. Die Nachfrage nach Suppenhühnern ist bei uns grundsätzlich äußerst gering und vor allem zu unseren Schlachtzeitpunkten im Sommer kaum vorhanden. Da das Einfrieren von 200 Hühnern nicht wirklich zielführend ist, würden wir ganz gerne einen verarbeitenden Partner finden, der Bolognese oder Frikassee oder ähnliches im Glas für uns herstellt. Der Eierabsatz ist seit Herbst 2022 wieder kontinuierlich gestiegen, sodass die Legeleistung eines Stalls zu wenig war. Seit Anfang diesen Jahres legt nun auch die Herde im 2. Stall, die aber noch nicht voll ausgelastet ist. Wir haben noch 2 potenzielle Wiederverkäufer, mit denen dann der 2. Stall auch ausgelastet wäre. Im Sommer 2022, also letztes Jahr, haben wir kein wirkliches Absatzloch verspürt, aber gleichzeitig gibt es bei uns derzeit auch kein wirkliches Osterhoch. Seit dem Tiefpunkt im letzten Jahr hat sich bei uns vor allem die Gebindegröße an Eiern geändert. Die 6er-Schachteln sind die bevorzugte Einheit bei den Wiederverkäufern. Und auch im Hofladen, in dem wir die Eier seit bald einem Jahr ausschließlich lose anbieten und nicht mehr in Schachteln verpackt, wurden bis vor kurzem häufiger 6 Eier als 10 Eier gekauft. Das heißt, dass insgesamt bei uns mehr Kunden zu ÖTZ-Eiern greifen, aber eben in kleineren Gebinden. Und für uns hat sich die 6er-Schachtel der ÖTZ als Vorteil erwiesen. Wir sind letztes Jahr im Oktober auf diese 6er-Schachteln umgestiegen und durch das Aussehen, aber auch durch die enthaltenen Informationen hat sich damals in einer doch noch etwas schwierigeren Zeit schon eine Absatzsteigerung feststellen lassen. Zum Ist-Zustand bei den Tieren. Derzeit sind beide Chicken Trailer mit insgesamt ca. 400 Hennen belegt und im Maststall sind aktuell ca. 60 Hähnchen, die hauptsächlich an die beiden Restaurants verkauft werden bzw. bereits verkauft sind oder so gut wie verkauft sind. Je nach Entwicklung des Eierabsatzes nach Ostern und ob dann auch die beiden potenziellen Wiederverkäufer ins Boot kommen, bleibt die ältere der beiden Herden bis zum Sommer am Leben oder sie wird eben vorher geschlachtet. Unsere Verkaufssituation mit den im Verhältnis zu unserer Betriebsgröße recht vielen Wiederverkäufern ist zwar sehr zeitaufwendig im Hinblick auf die Organisation, das Packen und das Liefern. Angesichts dessen wäre es natürlich am einfachsten, die Tierzahl entsprechend zu reduzieren, vielleicht sogar ganz auf die Mobilstelle für die Legehennen zu verzichten und die Hennen ausschließlich am Hof zu halten. Allerdings ist die Hühnerhaltung für uns doch ein essentieller Betriebszweig und uns macht die Arbeit mit den Hühnern zu viel Spaß, weshalb wir die Anzahl nicht drastisch reduzieren möchten. Auch die Zusammenarbeit mit den Wiederverkäufern ist in der Regel erfreulich und beschränkt sich insbesondere bei den Restaurants nicht nur auf Eier und Hähnchen, sodass hierbei der Gewinn für uns in der Kombination
unserer landwirtschaftlichen Erzeugnisse liegt. Zu guter Letzt kommt auch noch der Idealismus hinzu, das Projekt des Zweinutzungshuhns im Speziellen und die Mehrfachnutzung von Nutztieren im Allgemeinen voranzutreiben. Und hierfür ist die Breite über Wiederverkäufer für uns essentiell. Alles in allem sind wir derzeit relativ zufrieden, würden uns natürlich noch über den einen oder anderen Zugewinn an Wiederverkäufern freuen, aber sind jetzt auch mit unseren Stellen, auch was den Hähnchenmaststall betrifft, tatsächlich an der Kapazitätsgrenze, auch was einfach unsere Flächen hergeben und sind jetzt momentan ganz zufrieden und sind auch sehr froh, dass wir letztes Jahr nicht den Kopf in den Sand gesteckt haben, sondern uns dann mit einem Stall weiterentwickelt haben und jetzt wieder etwas Aufschwung bekommen haben. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.